Ja, danke fürs Intro. Zwei coole Talks bis jetzt. Ich hoffe, ich kann das Ganze noch so ein bisschen technisch anhauchen. Mal schauen. Genau, ich bin seit 3 Jahren bei Rewe Digital Plattformentwickler und eine der Plattformaufgaben, die wir so in den letzten 9 Monaten gehabt haben, ist unsere neue Big Data Plattform, die auch zu 100% in der Google Cloud läuft. Und der Plan, den ich heute habe, ist, euch ein bisschen was von den Google-Tools zu zeigen, zu präsentieren, zu zeigen, welche Google-Tools wir für unsere Use-Cases gut nutzen können, welche Google-Tools da nicht so gut passen und warum. Alles nicht ganz so im Detail, zeitlich und generell dem Detaillevel wegen. Und danach gehen wir nochmal in so 4 Use-Cases, die wir aktiv gerade in Produktion laufen haben, in der Google Cloud, in unserer Big-Data-Plattform. Wir kommen eigentlich plattformmäßig aus einem Bereich, wo wir viele Jahre lang beim Kölner Unternehmen oder zumindest hier um die Ecke waren, hatten da feste Maschinen gebucht mit Jahresverträgen, mussten im Prinzip viel oder eigentlich fast alles selber aufsetzen als Plattformteam. Das ging von der Docker-Umgebung für Container bis hin zu Datenbanken wie Postgres zum Beispiel. Deshalb ist so eine unserer Prämissen beim Wandel oder beim Umzug in die Cloud gewesen, zu schauen, welche Tools können wir direkt von Google gemanagt nutzen und müssen deshalb uns nicht um Hosting, Maintenance etc. kümmern, weil Google das bei seinen Managed Services alles schon übernehmen kann. Bevor wir aber da einsteigen, wollte ich eigentlich noch mal kurz so einen Heat-Check machen. Wer von euch schon mal die Google Cloud-Konsole gesehen hat? Das sind ja schon mal wenigstens ein paar. Und vielleicht noch ein etwas advancederer Heatcheck. Wer von euch könnte mir den Unterschied zwischen Bigtable und BigQuery erklären? Okay, alles klar. Dann seid ihr richtig. Genau, also eines unserer Hauptziele war eben zu schauen, welche Google-Tools können wir benutzen, um uns die Arbeit zu erleichtern. Vor allem auch, weil das Big-Data-Plattform-Team relativ klein ist im Vergleich zum E-Com-Plattform-Team zum Beispiel oder zum Fulfillment-Plattform-Team. Was auch daran liegt, dass die Plattform ein bisschen kleiner ist als die von E-Com, auch wenn die Daten bei Big Data ein bisschen größer sind. Wenn man erstmal so in der Google Cloud startet, hat man da eine ganze Menge an verschiedenen Services und Tools und das Ganze ist irgendwie wie so ein kleiner Dschungel. Wenn man da links in der Konsole dieses Slide aufmacht, wird man erstmal erschlagen von den ganzen Tool-Möglichkeiten, die man da hat. Ich habe jetzt hier mal so eine kleine Übersicht eben gemacht. Machine Learning ist nicht so ganz wichtig jetzt im Moment, aber was vor allem interessant ist, ist sowas wie die Container Engine oder was wir zum Beispiel jetzt in Big Data nutzen können als Data Storage Solutions. Wie gesagt, eben schon angeteasert, nicht alles davon kann man wirklich immer direkt für seine Use Cases benutzen. Was man halt nie vergessen darf, wenn man in so einem Bereich, wie wir jetzt unterwegs sind, hat man auch immer sehr, sehr viel damit zu tun, mit Zugriffsberechtigungen zu arbeiten. Team A darf nicht auf das, was Team B macht. Generell muss die Plattform sicher sein. Dann verarbeitet man vielleicht auch nicht nur personenbezogene Daten, sondern auch noch personenbezogene Daten von Partnern. Das muss noch sicherer sein. Und das Ganze muss halt runtergebrochen. Da reden wir jetzt nicht nur über HTTPS, da reden wir auch über ACLs auf Kafka zum Beispiel. Also es geht halt schon bis ins Detail. Und das muss halt dann auch von diesen gemanagten Google-Tools, das muss darin möglich sein. Denn meistens kann man bei den Managed-Tools nicht ganz so viel konfigurieren, denn das Ding wird ja von Google gemanagt. Tools, die uns in den letzten 9 Monaten sehr ans Herz gewachsen sind, sind vor allem Dinge wie die Kubernetes Engine. Ich glaube, wir haben jetzt aktuell über 1000 Pods in Produktion laufen, 1000 Container. Für die nicht ganz wissen, was das ist, es ist einfach Kubernetes, gemanagt von Google, läuft direkt auf den VMs der Compute Engine in der Cloud. Wunderbares Ding. Man muss ein bisschen aufpassen ab und zu mit Updates, wenn man die fährt. Nicht immer klappt das so reibungslos, wie Google das verspricht. Man kann auch so ein kleines Häkchen setzen, so Auto-Updates. Als wir vor 9 Monaten damit gestartet hatten, gab es öfter auch mal Fälle, in denen wir zum Beispiel Kubernetes keine Ressourcen mehr selber für Kubernetes hatten, was dann dazu geführt hat, dass das Ding sich mehr oder weniger immer wieder selbst neu gestartet hat, weil es die Updates nicht richtig installieren konnte. Das sind einfach so kleine Pitfalls, die auch noch in solchen Managed-Lösungen auftauchen können. Dann oben links, BigQuery, für uns super, super wichtig, ist im Prinzip ein Append-Only-Data-Store. Wir können da Terabytes, Petabytes von Daten storen. Aktuell sind wir so, glaube ich, im Bereich von 15, 16 Terabyte in den letzten 9 Monaten.
und wir bezahlen da echt sehr, sehr wenig für. Das ist also sehr, sehr preiswert für uns. Google nutzt es auch selber als Backend für Google Analytics. Und das ist halt auch so ein Vorteil, wenn man in der Google Cloud ist. Man ist halt sehr nah an den Tools, die Google selber nutzt, um seine eigenen Produkte zu betreiben. Und die sind immer für Massive Scaling ausgelegt. Rechts daneben ist Bigtable. Für uns am Anfang gar nicht so wichtig gewesen, weil wir irgendwie so super happy mit BigQuery waren. Aber irgendwann merkt man halt, dass ein Append-Only-Data-Store auch seine Limits hat. Nämlich immer dann, wenn man Updates machen möchte oder Deletes, dann kosten die plötzlich extra oder sind schwierig oder gelimited auf maximal 50 pro Tag pro Tabelle und solche Späße. Und da kommen wir eigentlich mit Bigtable ganz gut zurecht. Er ist einfach ein riesengroßer Key-Value-Store. Das ist übrigens auch das Produkt, was die meisten Google-Produkte backupt. Und dazu komme ich auch nochmal gleich, wenn ich einen von unseren Use Cases vorstelle, wie wir das nutzen. Rechts daneben die beiden kleinen. Links ist Cloud SQL. Links ist Cloud SQL. Cloud SQL ist eine sehr, sehr coole Lösung, ist ein sehr solider MySQL und Postgres Service gemanagt, auch mit einem vernünftigen High Availability Setup. Problem da ist halt, wenn man hoch skalieren will, wenn man Big Data macht und wir haben extrem viele Stream Processing Use Cases, dann wird das halt schnell zu einem Bottleneck, dann skaliert man zu sehr vielen Cloud SQLs und am Ende des Tages sind das auch nur Compute Engine Maschinen, also VMs, für die man einzeln bezahlt natürlich. Und da muss man aufpassen, dass man nicht zu schnell zu viel für Cloud SQL bezahlen muss. Memory Stores ist auch super neu, gerade erst in General Availability gekommen, ist letztendlich ein Managed Redis. Als das Ding verfügbar war, haben wir uns sofort draufgestürzt. Bis dahin hatten wir noch Redis selber vom Plattformteam gemanagt, in Kubernetes deployed. Unten links, unten rechts noch die zwei kleinen. Links ist IAM, Identity and Access Management. Super wichtig für uns. Wir können damit Zugriff von den Entwicklern auch selber und von uns auch von der Plattform auf diese Google-Tools verteilen. Können dabei Google-Gruppen nutzen, was auch sehr, sehr sinnvoll ist. Da kann man sich verschiedene Szenarien ausdenken, Setups zusammenstellen, mit denen man diese Zugriffsmöglichkeiten ermöglichen kann. Rechts daneben noch Dataproc. Ist letztendlich nichts anderes als eine gemanagte Spark-Lösung, also Hadoop, Nachfolger war Spark. Und wir versuchen eigentlich, das größtenteils zu vermeiden. Wir versuchen, unsere Use Cases meistens mit Stream Processing zu erledigen, weil so ein ganzes Batch Processing, von mir aus auch mit Spark Streams, aber da ist immer ein bisschen Vorsicht geboten, ist eigentlich meistens immer mehr Arbeit, als Microservice zu deployen, der ein bisschen was mit Kafka Streams macht, um so ein Use Case wegzuhauen. Auch in Big Data ist das immer sehr gut möglich. Zu den Tools, die wir noch nicht so ganz lieb haben, einfach weil manche Dinge nicht gut stimmen. Wir fangen oben an. Google Cloud PubSub. Für uns nie eine wirkliche Option gewesen, weil wir uns schon von vornherein, das seht ihr auch gleich bei den Use Cases, dafür entschieden haben, viel Wert auf Apache Kafka zu legen. Wir verbinden bei uns auch die ganzen Plattformen mit Apache Kafka. Ja, zwei Cluster, E-Com-Plattform, Big Data-Plattform und von mir aus dritter Cluster, Fulfillment-Plattform. Alle werden über Mirrors miteinander verbunden. Funktioniert ziemlich gut für uns, viele Use Cases sind damit auch umgesetzt, deshalb war das nie eine Diskussion, als wir in die Cloud gewandert sind, zu sagen, okay, wir schaffen das Ding ab, sondern ganz im Gegenteil, wir haben noch mehr da drauf gesetzt. Und natürlich in Big Data, in Kubernetes, in Kafka selber zu managen, da haben wir mittlerweile auch 2 Jahre Erfahrung mit, da kommen wir ganz gut zurecht. Auch ein Nachteil von PubSub ist, als wir damit angefangen haben, in die Google Cloud umzuziehen, gab es das noch nicht in GA. Für uns ist immer sehr, sehr wichtig, dass die Sachen auf dem europäischen Festland verfügbar sind. GA ist meistens nur in den USA, wenn es nicht ein GA ist, ist es meistens nur in den USA verfügbar und damit auch nichts, was wir in Produktion nutzen können. Danach kommt Dataflow. Mit Dataflow haben wir versucht, Use Cases umzusetzen, sind da meistens oder haben uns meistens danach darüber geärgert, dass wir es versucht haben. Es sieht am Anfang einfacher aus, weil man kann sich so ein bisschen zusammenklicken, ich möchte von diesem Google-Produkt in dieses Google-Produkt meine Daten schieben. Da bei uns aber immer der Message Bus und das Hauptnervensystem Kafka ist, müssten wir immer mit Custom-Konnektoren arbeiten, die meistens nicht mit unserem Security-Setup zurechtkommen oder zu sehr frickelig sind. Weshalb wir uns fast immer dafür entschieden haben, auch mit Kafka Connect zu arbeiten und da über Datensinken laufen. Es funktioniert wunderbar, skaliert auch einfach über Kubernetes Engine. Muss man sich wirklich so vorstellen, als ob wir kleine, fertige Microservices haben, die wir nur kurz konfigurieren müssen, werden die Dinger deployed und dann ziehen die von diesem Kafka-Topic in BigQuery oder von diesem Kafka-Topic in Cloud SQL.
kommt gleich auch nochmal kurz bei den Use Cases. Stack Driver, Logging, ein bisschen Monitoring, Exception Control, hat ein paar Nachteile für uns gehabt. A, es ist super teuer. B, unsere Entwickler auch von den anderen Plattformen sind eigentlich eher an Egg-Stack gewöhnt, mit Kibana als Frontend. Und im Vergleich zu dem Kibana Frontend und was sonst der Egg-Stack alles bietet, da hat einfach der Stackdriver UI keine Chance für uns. Und deshalb haben wir uns beim Plattformumzug auch direkt dafür entschieden, den Egg-Stack auch in Kubernetes zu hosten. Zur Freude unserer Entwickler hoffentlich. Das letzte unten ist noch Data Store, eine der Sachen, die uns eigentlich so ein bisschen enttäuscht hat, aber da sind wir auch noch in Kontakt mit Google. Ist ein Document Store. Das Problem für uns ist halt hier auch, Zugriffsberechtigungen sind halt extrem schwierig zu handeln. Meistens, wenn man einem Zugriff gibt, hat er Zugriff auf alles. Man kann zwar noch so ein bisschen in Keyspaces unterteilen, das ist aber alles nicht wirklich prickelnd. Im Vergleich zum Beispiel zu BigQuery, wo man auf Dataset-Ebene nochmal explizit Sharing-Options hat für Lese- und Schreibberechtigungen. Was wir da aktuell anstreben, ist noch ein MongoDB-Cluster innerhalb von Kubernetes gehostet. Genau, das war so ein kurzer Abriss zu dem Tooling, was wir bei uns verwenden, zu den Services, die wir bei uns verwenden. Jetzt möchte ich euch noch in der verbleibenden Zeit ein bisschen was zu den Use Cases zeigen, was wir umgesetzt haben. Erster Use Case natürlich, wenn man eine Big Data Plattform baut, das Wichtigste, das Herz ist oder sollte ein Data Lake sein. Data Lake ist nichts anderes, ist etwas, eine Sammlung von Daten zentral verfügbar machen, die sonst eigentlich nur verteilt verfügbar wäre. Für uns bedeutet das halt einfach auch, wir haben verschiedenste Plattformen, hier relativ einfach dargestellt, Shop FFC bedeutet eigentlich E-Com-Plattform, Fulfillment-Plattform, es gibt noch ein paar mehr in der Rewe Group. Hier seht ihr auch, was ich eben meinte, Verbindungen zwischen den beiden Plattformen schaffen wir über unsere Kafka-Cluster, indem wir einfach Mirror dazwischen hängen und vice versa zwei Stück jeweils in die beiden Plattformen. Und die mirrorn dann die entsprechenden Topics hin und her. Sehr effizient und auch sehr, sehr schnell. Zum Beispiel einfacher Use Case, wir ziehen von unserem Shop 600 Requests pro Sekunde ab auf Kafka als Access Logs und schieben die durch den Mirror in Big Data. Wenige Millisekunden später haben wir da schon Kundenevents draus gefiltert. Kommen wir aber gleich auch noch zu. Was ihr hier jetzt ganz gut sehen könnt ist, hier ist, glaube ich, auch so ein Beamer dran, da. Das hier sollen Node.js-Services sein, also unser Stack in der Plattform ist eigentlich zweiseitig mittlerweile. Wir haben einen Großteil unserer Services in Node.js entwickelt. Wir haben eigenes Tooling auch für die Kafka-Verbindungen. Skaliert einfach sehr, sehr gut, ist super einfach zu prototypen, wenn man mal was ausprobieren möchte. Und ein weiterer Punkt für uns ist eben, das Team, was vorher in E-Com viel mit Node.js gearbeitet hat, ist jetzt dann vor 9 Monaten zu dem Big Data Team geworden, was die Big Data Plattform gebaut hat. Zweiter Stack, Scala, liegt einfach auf der Hand, ist super nah an den ganzen Big Data Toolings dran, an Spark zum Beispiel. Und genau, aus den beiden entstehen dann einige Microservices, größtenteils Kafka Connect Konnektoren, Sync Konnektoren, die eben diese ganzen Daten nehmen und entsprechend je nach Datentyp. Ich gebe euch jetzt nicht den ganzen Abriss, aber kleine Unterscheidung zum Beispiel hier. Log-Daten, die sind append-only, wie zum Beispiel Access-Logs, die kann man halt super einfach und billig in BigQuery storen, append-only-log. Und alles andere, transaktionelle Daten oder vor allem Stammdaten, die viele Updates und auch Deletes haben, kann ich halt darin nicht so gut handeln. Die schieben wir in Cloud SQL. Vielleicht noch ein kurzer Anriss zum Thema DSGVO. In dem Rahmen Append-Only-Log DSGVO ist immer ein bisschen schwierig, vor allem, weil wir auch viele Daten haben, die natürlich da teilweise personenbezogen sind. Was wir gebaut haben, ist ein System, was Kundenlöschanfragen sammelt und dann einmalig abarbeiten kann und in einem Batch diese ganzen Konnektoren stoppt, dann die Deletes auf BigQuery ausführt, in einem Statement mehr oder weniger, relativ effektiv. Und sobald es fertig ist, startet es die Konnektoren wieder und es geht weiter. Für uns kein Problem, das zwischenzubatchen, weil die ganzen Daten eben einfach sich auf dem Kafka-Topic oder auf den jeweiligen Kafka-Topics kurz anstoren. Und wenn die Konnektoren wieder laufen, holt er relativ schnell wieder auf. Ich glaube, der Prozess dauert 2 Stunden für so ein Delete auf die ganzen 16 Terabyte, die wir jetzt im Moment haben. Und nach 5 Minuten ist da der Lag wieder aufgeholt von ein paar Millionen Messages. Vielleicht auch noch hier so ein kleiner Umriss. Unser Kafka-Cluster in Big Data hatte zeitweilig Topics mit 3, 4, 5 Milliarden Messages pro Topic. Durchschnittliche Messages pro Sekunde auf dem Cluster
waren mit allen Use Cases auch über, ich glaube, 20.000 oder 30.000 pro Sekunde. Ist jetzt alles auch im Zuge der DSGVO ein bisschen weniger geworden. Genau, noch so ein paar kleine Insights. Also eine der größten Tabellen jetzt nach DSGVO, Frühjahrsputz, 1,2 Milliarden Rows in BigQuery, 388 Gigabyte, gibt noch ein paar mehr. Genau, Intrusion Detection, auch ein sehr, sehr cooler Use Case, wie ich finde, hat halt ein bisschen Machine Learning Background, passt also noch ein bisschen besser, wenn man sowas präsentieren möchte. Auch hier wieder, wir ziehen die Traffic-Daten aus der Ecom-Plattform ab, über Kafka kommen die in die Big-Data-Plattform rein. Wir haben mehrere Microservices in der Kubernetes-Engine laufen, die sehr viel im Stream direkt aggregieren, Stream-Processing betreiben. Die erkennen Sessions on the fly, also als Running Windows für jeden User, jeden Bot, jeden Crawler, was auch immer gerade auf dem Shop unterwegs ist oder auf den Apps. Arbeiten da jetzt auch schon viel mit Memory Store zusammen. Also ich glaube, effektiv haben wir 3-4 Millionen Keys in dieser Memory Store Instanz, die damit arbeitet. Haben wir einen Prozess mit ein bisschen Backpropagation, die wir allerdings hier nicht so wirklich zeigen können, weil das ganze Backend da noch so ein bisschen zu komplex ist, um es auf eine Slide zu packen. Am Ende des Tages läuft aber hier in diesem Microservice zur Classification eine Vorklassifizierung der Klassifizierung der Sessions ab, die danach in den Prediction Service geworfen werden und der antwortet mit Hilfe eines ML Engine Backends am Ende des Tages nichts anderes als TensorFlow, ein TensorFlow Graph, ob diese Session aktuell ein Bot potenziell ist oder nicht. Und wenn sie effektiv als Bot geflaggt wird, es gibt da verschiedenste Levels, an denen wir uns orientieren, also wenn wir wirklich einen Thread erkennen, kann auch entsprechend über unser CDN dann diese IP-Adresse blockiert werden. Passiert leider häufiger, als wir gerne machen würden. Ist nun mal leider so. Wofür das Ding aber auch gebaut worden ist, ist, um effektiv Bots zu erkennen, also nicht nur Angreifer, die wir stoppen müssen, weil sie sonst zu viel Traffic generieren oder uns schaden wollen. Es ist auch dafür entwickelt worden, um direkt Crawler zu erkennen, die wir nicht gewhitelistet haben und die auch davon abzuhalten, konstant unsere Produkte zu crawlen und Traffic zu verursachen, wo wir das nicht wollen. Genau. Weiterer Use Case, sehr, sehr cool, ist auch ein relativ neuer Use Case, Anti-Fraud bzw. Fraud Detection. Auch hier wieder gleiches Szenario, wir arbeiten wieder über Kafka mit unseren anderen Plattformen zusammen, haben einen Ingestion Stream und erkennen mit Hilfe der Daten, die wir aus dem Use Case haben, den ich euch jetzt gleich danach zeige, welche Kunden, die gerade potenziell unterwegs sind oder die Bestellungen machen, zum Beispiel unsere kostenlose Erstbelieferung oder unsere 3 kostenlosen Erstbelieferungen ausnutzen, um ständig Liefergebühren zu prellen. Da sind leider so traurige Fälle dabei, wo in den letzten Jahren, wo es noch keine Big Data Plattform gab, um das zu analysieren, der ein oder andere so 138 Accounts erstellt hat und 1.500 Euro Liefergebühren gespart hat. Das können wir automatisch jetzt erkennen, können das reporten und das geht dann einfach ganz klassisch als Excel-Tabellen-Report an die entsprechenden Stationen hier, Operations und Recht, und dann wird da des Amtes gewaltet. Unser coolster, meiner Meinung nach coolster Use Case, Real-Time Personalization, auch DSGVO compliant, sehr, sehr stolz drauf, arbeitet mit allen Touchpoints zusammen, die wir haben, auch da sehr, sehr cool, alles über Kafka angebunden, sei es irgendwie der Service Point im Markt oder die E-Commerce-Plattform oder Fulfillment. Wir erzeugen zum Großteil aus einem entsprechenden Format, was man sich auch wieder vorstellen kann, wie Access Logs mit ein paar mehr IDs, eine sogenannte Customer Journey Aggregation. Also einfach ein Microservice, der hier Longtime Sessions und Shorttime Sessions, Longtime in Cloud SQL, Shorttime in Memory Store, zusammen aggregiert und dadurch erkennen kann, okay, hat ein Kunde sich jetzt eingeloggt, hat ein Kunde, ist nicht so schwierig, aber hat ein Kunde sich ein Produkt angeschaut, hat ein Kunde einen Checkout gestartet, hat ein Kunde gerade einen Order gemacht, hat ein Kunde gerade im Offline-Markt mit dem Service Point was gemacht, hat ein Kunde in der App sich ein Rezept angeschaut und solche Events fließen danach in eine,
in Graph-Datenbank. Es ist eine Eigenentwicklung. Backend von unserer Graph-Datenbank ist Bigtable. War ein bisschen anspruchsvoll und hat uns ein bisschen Zeit gekostet, auf einem Key-Value-Store eine Graph-Datenbank zu bauen, die effizient genug ist, auch noch nach Terabyte Daten innerhalb von wenigen Millisekunden zu antworten, denn das war unsere Anforderung für diesen Use Case. Wir wollten, dass wir danach einfach einen kleinen Microservice bauen können als Wrapper um die Graph-Datenbank, mit der jeder Microservice arbeiten kann. Einfacher Dispatch-Call, Get-Request an die Personalisierungs-API und innerhalb von 100 Millisekunden und vielleicht besser noch drunter antworten wir mit dem Bild, was wir über diesen Kunden kennen, wenn er denn eingewilligt hat zur Personalisierung im Rewe-Shop, ganz wichtig im Rahmen der DSGVO. Und wie eben schon gesagt, unser Fraud Detection Use Case nutzt hier diese Datenbank, um Kundenevents zu analysieren und eben daraus zu erkennen, okay, ist das, was er gemacht hat, noch eine valide Aktion, die ein Kunde machen würde, oder ist das jemand, der unsere Couponings, Aktionen oder so einfache Sachen wie kostenlose Erstlieferung ausnutzt, um Geld zu sparen und uns zu schaden. Genau. Das sind ein paar Screenshots vom Bigtable und von Cloud SQL. Das war's auch schon von mir.